wunderschönen guten Abend, Ratingen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Rating Late Night. Jetzt ist es ja so, als wir uns überlegt haben, was kann man in meinen Ratingen neu machen, was es so noch gar nicht gibt, kam natürlich direkt das Thema Internet. Und das Rating, das zwar hier und da mal ein bisschen vertreten ist, aber es gibt kaum was, was kontinuierlich läuft und was sich halt mit Ratinger-Themen oder Ratinger-Bürgern beschäftigt. Und dann ist die Idee der Ratinger Late Night geboren. Ich wurde mal angesprochen, wer den Ratinger Karnevalszug überhaupt noch überträgt, weil die Firma Center TV gibt es ja leider nicht mehr. Und dann hat die Dame gesagt, warum machst du das nicht mit deinen Jungs? Weil meine Wenigkeit hat eine Videoproduktionsfirma, deshalb halt auch dieser Riesenaufwand. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es machen, machen wir es vernünftig und richtig. Und dann brauchten wir natürlich eine Band. Die Story ist dann so, dass ich zu Hause einen Wasserschaden hatte. Und der liebe Michael Haas mit seiner Firma dann kam. Ein Wort gab das andere. Und als er sagte, du, ich habe eine Band, wurde er direkt verhaftet. Bitte begrüßen Sie Slebit. Ja, und dann ging es auf die Suche nach einer Location. Weil das kann man ja auch nicht überall machen. Man braucht ja ein bisschen Platz fürs Publikum, wo man eine Bühne bauen kann. Und dann kam der Gedanke, warum machen wir es nicht direkt an der ersten Adresse in der Stadt, im Bürgerhaus. Und dann habe ich den Inhaber gefragt, ob er nicht Interesse hätte, das ein bisschen mit zu unterstützen. Und der hat gesagt, du weißt du was, ich mache direkt mit. Und deshalb begrüßen Sie ganz herzlich Herrn Christian Pannes. Ein wunderschön. Ja, schön da zu sein. Also, um die ganze Geschichte mal zu vervollständigen. Es war eine Geschichte, ich will eine Rating Late Night machen. Hast du Bock mitzumachen? Was stellst du dir vor? Ja, wir machen eine Sendung. Gut, okay, habe ich gesagt. Egal was es ist, klingt verrückt, bin ich dabei. Und ich freue mich sehr. Also, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Die Jungs haben gestern Morgen angefangen mit Aufbau bis... ich glaube, Mitternacht. 24 Uhr war es. Ja, so Mitternacht. Das ganze Geraffel hier reingebaut, eingerichtet etc. Also das ist schon wirklich beeindruckend, was du mit den ganzen Jungs und Mädels hier aufgebaut hast dafür. Respekt an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Eigentlich hätten wir heute einen anderen ersten Gast gehabt, der leider krankheitsbedingt heute nicht kann. Und Christian und ich haben dann gesagt, dann machen wir es halt bei der ersten Show alleine. Unser erster Gast, Christian Pannes, nimmt Platz. Hey. So fühlt sich das also an. So fühlt sich das an. Ich würde gerne eine kurze Sache noch den Gästen erklären. Wir haben nämlich, und das haben Sie gesehen, auf Ihren Stühlen Bierdeckel positioniert mit einem Stift. Sie können nämlich aktiv teilnehmen an dieser Sendung, indem Sie Ihre Fragen an unseren Gast gerne aufschreiben, die werden zu einem späteren Zeitpunkt eingesammelt und dann werden wir mal schauen, was der Christian Rede- und Antwort mäßig von sich gibt. Ich bin äußerst gespannt. Der Thomas, irgendwo dort hinten, wird die gleich einsammeln. Gerne, wenn ihm was einfällt, einfach niederschreiben. Du hast ja das Haus hier übernommen, wann? Übernommen habe ich es letztes Jahr im Herbst und dann wollten wir ein bisschen renovieren. Haben schnell gemerkt, die Renovierung wird eine Sanierung und haben dann am 2.1. aufgemacht. Und das war eine sehr sportliche Zeit. Und ja, aber ich bin sehr, sehr glücklich, wie das Ergebnis geworden ist. Und ja, wie gesagt, seit 2.1. sind wir hier am Start. Super. Als Vollblutgastronom bist du ja schon vielen bekannt in Ratingen. Dass du nebenbei aber auch schon lange moderierst, wissen nicht ganz so viele Leute. Wie kam es dazu, dass es dich auf die Bühne gezogen hat? Ja, das mag jetzt ein bisschen überraschend klingen erstmal. Es war die große Klappe. Und es hat sich damals eine Modenschau, ist der Moderator ausgefallen. Und ich habe gerade gesagt, kein Problem, kann ich auch. Habe relativ schnell gemerkt, dass so eine Zeit auf der Bühne ganz schön lang werden kann. Ja.
Und wenn der Text ausgeht, das eine ziemlich beschissene Situation ergibt. aber irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht und so bin ich halt dabei geblieben und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt, eins zum anderen gekommen und viele Fortbildungen noch gemacht, sei es Rhetorik, Atemtechnik etc. Und irgendwann durfte ich das dann Teil meines Berufs nennen. Hat er mir was voraus? Atemtechnik, keine Ahnung. Also ich sitze hier heute zum allerersten Mal im Scheinwerferlicht. Außer einer ganz schrecklichen Aufführung aus meiner Schulzeit. Ich erinnere mich, am Theater in Mettmann, in einem Stück von Heinrich Heine war ich mal ein Diener und habe dann während der Vorstellung schön den Absegler von der Bühne gemacht. War super, das passiert heute nicht, wir sitzen. Ja, sicher ist sicher. Nein, ich sag mal, Atemtechnik kommt von ganz alleine, wenn man mal eine Woche auf einer Messe moderiert und von morgens bis abends redet, das ist sportlich. Da braucht man ein bisschen Ausdauer. Ein bisschen. Was ja da wahrscheinlich auch hilft, ist ein kühles Blondes. Immer. Muss nicht blond sein, aber kühl. Kommen wir dazu, du hast 2019 angefangen, dein eigenes Bier zu etablieren. Wie bist du dazu gekommen? Naja, also Bier fand ich schon immer toll. Als Kind nicht so sehr, aber wie ich erwachsener wurde, fand ich Bier halt ziemlich toll. Und habe halt relativ schnell festgestellt, es gibt halt Bier und Bier. Und da habe ich halt irgendwann gesagt, ich möchte mein eigenes Bier in meinem eigenen Laden verkaufen. Das ist irgendwie ganz schön cool. Und habe dann mit zwei Jungs aus Düsseldorf ein Rezept erarbeitet. Und das war dann 2019 das Ratuga Keller Hell. Und das ist auch heute noch ein ziemlich leckeres Bier, finde ich. Wird ja auch in deinem eigenen Laden natürlich ausgeschenkt. Können Sie gerne im Erdgeschoss später dann probieren. Und wir haben da vorne, Christian sagte gerade selber, das ist die schönste Ampel Deutschlands. Mal die Sorte vom Ratuga dabei. Probiert das gerne mal. Das ist auch definitiv die produktivste Ampel, wenn man es durchprobiert. Okay. Als ich zu dir kam und dir gesagt habe, so ein bisschen mit der Late Night, und du direkt gesagt hast, ohne zu zögern, Mensch, da bin ich dabei. Wieso? Ich finde es toll. Also mein Motto ist schon seit vielen Jahren zu Hause in Rating. Und ich will halt keiner von denen sein, die immer meckern. In Rating könnte mehr passieren, in Rating sollte mehr passieren. Man muss das machen, man sollte das machen. Sondern ich bin halt lieber einfach dabei. Und wenn es halt tolle neue Ideen gibt, dann sollte man das ausprobieren. Und bei mir war von Anfang an einfach klar, wenn du irgendwas mit Video hier machen willst, dann wird das ganz schön geil. Ja, versuchen wir es. Wir versuchen es. Wir werden es dann sehen im Januar. Denn für die Gäste hier vor Ort, wir werden die erste Aufzeichnung ausstrahlen am 14. Januar. Das ist auch ein Sonntag. So ist es bisher geplant. Wenn alles gut geht, machen wir auch hier eine zweite Sendung, vielleicht an demselben Tag. Da wird es dann Richtung Karneval gehen. Vorbereitungen laufen dafür. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, so eine Sendung oder dieser ganze Aufwand, der kostet natürlich leider auch ein bisschen Geld. Wir möchten jetzt hier nicht so das Bettelhäschen rausholen. Aber wenn da draußen oder hier jemand ist, der das gerne unterstützen möchte oder eine Firma hat, die sagt, Mensch, finde ich gut, schauen Sie mal bei uns auf der Webseite, da gibt es eine Rubrik Werbepartner, kann man nämlich werden von der Rating Late Night. Richtig. Haben wir schon gesagt, www.rating-latenight.de? Ich nicht? Ich schon. Sehr gut. Ich sag mal so, als Gastronom, du hast unfassbar viel um die Ohren. Das fängt ja von Bestellungen, Lieferungen, Personal, dies, das, jenes. Und Ohren lässt mich dann immer direkt auf das Thema Musik kommen. Hast du Bock auf gute Musik? Absolut. Dann würde ich jetzt gerne begrüßen einen Gast aus Düsseldorf. Sie macht Hip-Hop, Soul, R&B, hat eine russische Seele. Und wird euch jetzt verzaubern mit einem schönen Stück. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich Lizzel. Spitzen Sie die Ohren und lauschen Sie zu No Sugar, No Silk, Lizzel. Mm-hmm.
me, baby, what's wrong? You've been spending a lot of time on your phone. So much success with the opposite sex, yeah. Boy, you're so reckless. Just text me the address. Ja. Wie lange machst du schon Musik? Schon immer und hoffentlich für immer. Aber das sind schon ein paar Jährchen. Kam von der Kindheit auf mit der Familie mit und jetzt habe ich ein super Team. Mein Label, Merlin Feld Music, die Mädels und Jungs stehen mir immer fleißig zur Seite. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf. Perfekt. Wo können wir mehr von dir hören? Auf der Seite von Rating Late Night sind alle gängigen Social Media und Streaming-Dienste verlinkt. Und ich würde mich sehr freuen über jeden Hörer oder der unserer Musik eine Chance gibt. Dankeschön. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich Dankeschön. Bei Lizzel. Dankeschön. Und? Ja, bitte, stell sie mir. Was sagst du zu Lizzel? Fantastisch. Also eine unglaublich gute Stimme. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Wir haben Bierdeckelchen. Es sind zwar noch ein paar wenige. Vielleicht schreiben ja noch die einen oder anderen. Christian, bist du ein echter Dummerklemmer? Jein. Jein. Ich muss einmal kurz einhaken für die Leute, die es nicht wissen, was ein Dummerklemmer ist. Gibt es solche Menschen? Ja, gibt es sicherlich. Alle, die außerhalb zuschauen oder hier jetzt von außerhalb kommen. Der dumme Klemmer ist der Daumenklemmer, der in Rating geboren ist. Geht zurück, soweit ich mich daran erinnere, dass der Teufel sich da vorne in der Kirche mal den Daumen in der Tür geklemmt haben soll. Der Teufel, sagt er. Oh, eieieiei. Da muss so einer sein. Also es gibt verschiedene Sagen, aber auf jeden Fall war da ein Daumen und ein heiliger Südbertus beinhaltet. Also das ist die eine Sage. Es gibt verschiedene Sagen, aber daher ist der Ratinger Hall als der Dummeklemmer bekannt, weil irgendeiner irgendeinen Daumen in irgendeiner Tür geklemmt haben soll.
Und ja, irgendein Heiliger war auch dabei. Also irgendwie sowas in der Richtung. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ich sag mal, per Definition bin ich kein 100-prozentiger Dumeklemmer. Ich bin tatsächlich in Düsseldorf geboren, in der Altstadt auf der Bolkerstraße getauft. Boah. Und dachte mir, in Düsseldorf habe ich jetzt alles erlebt. Ich ziehe nach Ratingen. Da war ich ein halbes Jahr alt und seitdem wohne ich in Ratingen. Aber Bolkerstraße, da war der Gastronom ja quasi schon in der Wiege, oder? Ja, also die sagen, man weiß auch nicht genau, womit ich jetzt getauft wurde. Aber ich sag mal, mit einem Schlüssel alt ist ja auch in Ordnung. Ja. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Lecker Bierchen. Ja. Wann kommt Double? Du kennst es. Ich bin leider kein Biertrinker. Ich muss mich outen. Ja. Das Double Dry Hop New England Kölsch. Erklär, was ist das? Also, ich sag mal, Double Dry Hop kann man alles machen. Ja, wird aber die Trinkfreude ein bisschen beeinflussen. New England ist auch ganz cool. Nur das Letzte, das gehört halt einfach so nicht dazu. Das ist so... Kölsch werde ich nie machen. Das sind diesen Stänkchen. Also, ja, ich habe mich, dem Bier verschrieben, von daher ist Kölsch leider raus. Hier steht auch noch die Frage Barley Wine. Nein, erstmal nicht. Was ist das? Barley Wine, oh, das ist ja, kann ich richtig Klugscheißer wissen. Ja, gerne. Barley Wine ist in England entstanden, als die Engländer sich mit den Franzosen verscherzt haben und die Franzosen gesagt haben, wir liefern keinen Wein mehr nach England. Und dann haben die Engländer sich gedacht, ja gut, schon doof. Und haben einfach ihr Bier in Fässer gepackt. Ist natürlich jetzt schwierig. Ausgangssituation, Bier England ist jetzt nicht für jeden immer so geschmackvoll. Aber auf jeden Fall haben sie dann das Bier in Fässer gepackt und haben es reifen lassen. Sehr interessant, was nachher dabei rauskommt. Nicht jedermanns Geschmack definitiv. Und auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit man Bier an der Theke zischen. Gibt es da auch Unterschiede wie beim Rum, was für ein Fass, wie lange und so weiter? Da gibt es ganz verschiedene. Also man kann ein Barrique-Fass nehmen, man kann ein Bourbon-Fass nehmen, ein Portwein-Fass, man kann alles machen. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich habe hier noch eine schöne Frage zu der bunten Ampel. Wann kommt denn das Ampelmännchen? Ja. Die Frage würde ich gerne hinten, nach hinten stellen. Da muss ich mir was überlegen. Okay. Ich habe jetzt hier noch eine Frage. Für welche bekannten Labels, Vereine, Menschen etc. hat der Christian dann schon moderiert? Puh, für eine ganze Reihe. Also ich habe viel für diverse Autofirmen moderiert. Ich habe sehr lange für Smart im Beachvolleyball gearbeitet. Ich habe lange Jahre für Nike moderiert, also ganz viele verschiedene Veranstaltungen, Firmenkunden, aber ich sag mal so, wenn ich das alles auf meiner Homepage schreiben würde, könnte ich damit richtig angeben. Ja. Aber das sind halt, nee, also angeben braucht man nicht, das ist alles, was ich mache, mache ich mit viel Freude, ob es jetzt ein weltbekanntes Unternehmen ist oder ob es Maler Müller um die Ecke ist, generell alles, was Neues, macht Spaß. Perfekt. Jetzt haben wir viel über Bier gesprochen, über dein wunderschönes Haus. Hoppala. Wie wünschst du dir die, ich weiß, nach einem Jahr ist das schon hart zu fragen, aber wie wünschst du dir die Entwicklung des Hauses und des Bürgerhaus Ratingen? Generell einer der wichtigsten Punkte, der mich umtreibt, wo mein Team und ich jeden Tag sehr hart dran arbeiten, dass die Menschen einfach die vergangenen, also sagen wir so, die letzten 8 Jahre des Hauses lernt zu vergessen. Die letzten 8 Jahre waren sehr schwer. Für das Haus, für die Stadt, für die Bürger. Und ja, mein Wunsch ist einfach, dass die Leute wieder sagen, in der Mitte kannst du auch hingehen. Es war halt die letzten Jahre leider sehr häufig so, dass auch im Sommer gefühlt Moses auf dem Marktplatz stand und sagt, ich teile den Marktplatz, links voll, rechts voll, in der Mitte keiner. Okay. Und das wollen wir auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass das nicht mehr der Fall ist, sondern dass die Leute das Haus wieder als Haus wahrnehmen, wo man einen guten Service bekommt, wo man gutes Bier bekommt. Und das Essen wo man ist auch fantastisch. Wo man auch vor allem ordentliches lokales Essen bekommt. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Wir nutzen kein Convenience, sondern wir nutzen Lebensmittel von Bauern direkt hier aus der Region. Finde ich mega. Wir hatten heute Mittag
die Mittagskarte und haben dann auch festgestellt, oha, selbst Ketchup und Mayo sind hausgemacht. Korrekt. Finde ich super. Gerne mal einen Applaus. Macht's gut. Sollen wir uns noch einen Song von der Band anhören? Ich wäre voll dafür zu haben. Dann bitten wir jetzt um einen kleinen Applaus für die Firma, vor allen Dingen. Für die. Nein, für die Band natürlich. Slivit mit dem Song Change. Christian, bitte. Ich habe noch ein paar Fragen bekommen. Mhm. Finde ich super. Für die Ratinger, es gibt hier ein Bauprojekt, die Wallhöfe.
Die eine oder andere lacht schon. Es ist ja in der letzten Zeit nicht ganz so positiv durch die Presse gegangen. Was hältst du denn von den Wallhöfen? Also ich sag mal so, generell freue ich mich über alles, was Neues, was eine Belebung der Innenstadt darstellen kann. Dass da beim Ablauf und im gesamten Prozess der Erstellung dieser Gebäude, dieses Gebäudeensembles, sicherlich qualitativ Luft nach oben ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ändert halt nichts an der Tatsache, die Wallhöfe stehen jetzt da. Und von daher, finde ich, sollte man das Ganze nicht als Problem, sondern eher als Chance sehen. Und ja, von daher hoffe ich einfach, dass das vielleicht nochmal einen gewissen Impuls gibt, dass noch mehr Menschen nach Rating kommen und sagen, Rating ist toll und ja, wir haben auch in der Innenstadt eine Menge Luft nach oben, was die Läden angeht, was den Branchenmix angeht. Klar, das auf jeden Fall, aber dessen sind sich viele Menschen bewusst. Vieles kann man nicht von heute auf morgen ändern. Und dieses Geschrei, die Stadt muss ändern, die Stadt kann nicht immer alles ändern. Also wenn ein Vermieter sagt, ich nehme jetzt den 46. Optiker bei mir ins Haus, dann kann die Stadt sich auf den Kopf stellen, dann ist das einfach so. Ja? Auf der anderen Seite muss man positiv sehen, wir haben nicht mehr so viele Handyläden wie früher, aber dafür haben wir ausreichend Friseure, das ist ja auch wichtig. Wohl wahr. Bäckereien sind auch gut vertreten, von daher, ich bin einfach positiver Dinge, dass sich das Ganze mit der Zeit auch alles ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt. Und da sollte man die Wallhöfe einfach als Chance sehen, weil abreißen wird man sie nicht können, nein, wird nicht passieren. Von daher sollen wir einfach gucken, mit den Wallhöfen das Beste zu machen. Ja, ich glaube, das, ja, sehr gut. Könnte es auch Diplomat werden, ne? Ja, also ich sag mal, es bringt ja nichts. Also ich kann jetzt stundenlang über die Wallhöfe schimpfen, wenn ich der Meinung wäre, sie wären falsch und schlimm. Aber es ändert ja nichts an der Situation. Und von daher machen wir einfach das Beste draus. Das habe ich spätestens vor 3 Jahren gelernt. Ja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission von der Sendung. Wir wollen halt auch nochmal dieses Stadtgefühl einfach ein bisschen nach vorne bringen und auch die Leute, ja, dazu bringen, mal wieder mehr in die Stadt zu gehen und das dann eben nicht nur, um sich ein neues Handy zu kaufen oder die Frisur richten zu lassen. Hier im Haus, weiß ich, berühmt-berüchtigt sind die Karnevalspartys. Die Frage, die jetzt hier noch gekommen ist, welche Events werden denn demnächst hier im Bürgerhaus so stattfinden? Also es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Wir haben jetzt schon angefangen mit der Pop-Up-Comedy, die wieder regelmäßig stattfinden wird. Nächstes Jahr haben wir aktuell, glaube ich, 6 Termine geplant. Und das wird auf jeden Fall weiterkommen. Wir werden auch weiter Partys machen. Also das auf jeden Fall. Wir haben halt nur gesagt, das erste Jahr wollen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier im Haus laufen lernen. Weil es bringt halt nichts, wenn wir anfangen mit Partys, aber die Abläufe noch gar nicht eingespielt sind oder sonst irgendwas. Das hätte dann weniger uns Spaß gemacht, genauso wenig wie den Gästen. Und von daher haben wir gesagt, wir gucken erstmal, dass wir hier unser Setup wirklich stehen haben und dann wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr auch die ein oder andere Party hier machen. Ist nämlich hier noch die letzte Frage, wann werden in Zukunft dann auch Ü30-Partys stattfinden? Ja, also ich sag mal, ja. Danke, Micha, den habe ich verstanden. Micha, ich kann dich aber beruhigen, 50 ist Ü30, also von daher, die Grenze ist tendenziell nur nach unten gesetzt. Ja, ich finde, wir haben in Rating ganz, ganz tolle Angebote für die Jüngeren. Und ich verstehe aber auch, dass der ein oder andere von den Älteren Ü30 halt sagt, oh, so eine Party im Lux ist halt immer schwierig. Aber von daher wollen wir auf jeden Fall gucken, dass wir auch wieder für das gesetztere Alter, wie wir es mittlerweile ja auch sind, auch mal wieder ordentliche Partys machen. Die 90er waren doch super zum Party machen. Oder? Fantastisch. Ich habe es eben noch erzählt, ich lasse ja immer gerne im Haus einen Oldie-Sender laufen. Klingt jetzt erstmal total alt, aber es sind die geilsten Songs der 80er und 90er. Also das ist, ja. Hattest du noch eine Frage an mich? Ja. Oha, ich habe es mir fast gedacht. Was erwartet uns denn noch in den nächsten Sendungen? Wir haben eine ganze Menge uns ausgedacht und geplant. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie weit jetzt Partner bereit sind mitzuziehen. Aber wir würden sehr, sehr gerne das Thema Karneval in Rating ist, man kommt nicht dran vorbei. Wir würden gerne hier auf der Bühne natürlich mal das Prinzenpaar begrüßen, Kinderprinzenpaar. Wir haben eine Darts-WM geplant, zum Beispiel. Wir haben
verschiedenste Gäste und musikalische Gäste vor allen Dingen geplant, wo auch schon die ersten Telefonate gelaufen sind. Und ich glaube, da kann man noch viel erwarten. Ich bin auf jeden Fall äußerst gespannt. Super. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch mal einen zum Besten geben. Ben Slevy! So, wichtiges Thema. Wir wollen das Ganze ja in diesem Internet ausspielen. Es heißt zwar, das Internet setzt sich nicht durch, aber bis dahin haben wir noch ein kleines Angebot vorbereitet. Wo findet man uns denn überall? Einfach unter www.rating-latenight.de und bei Facebook und bei Insta und YouTube. Ja, das war's, ne? Ich glaube, ja. TikTok machen wir, da sind wir zu alt für. Ja, da sind wir viel zu alt für. Und unsere Zielgruppe erstmal.
Ich kann TikTok nicht mal schreiben. Nee, es war mir ein großes Fest, hier mal Platz nehmen zu dürfen. Ich werde zukünftig an meine Theke gehen, hinter der Ampel. Dann bin ich wahrscheinlich das Ampelmännchen, wenn ich hinter der Ampel stehe, um diese Frage dann auch mal zu beantworten. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Vielen Dank, Olli, für diese unfassbar verrückte Idee. Dem habe ich eigentlich nicht viel mehr beizupflichten, außer auf unserer Webseite gibt es auch demnächst ein Newsletter. Wer also schneller informiert sein möchte, wer die nächsten Gäste sind, was es als nächstes Neues gibt, einfach auf unserer Webseite vorbeischauen, da findet ihr alle weiteren Infos. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich ebenfalls. Vielen Dank an Sie, dass Sie hier heute alle so zahlreich erschienen sind und ich freue mich schon auf nächstes Mal.